So, weiter geht's in der nächsten Folge in Mitten University. Kann man noch auf Play drücken. Da sehen wir die Allgemeinmedizin Nummer 1 quasi. Ich weiß gar nicht, kann ich das benennen? Allgemeinmedizin 1? Nein. Wie sehe ich da eigentlich, wer da arbeitet? Ich glaube, es ist ja so, dass jeder Arzt einen Raum zugewiesen bekommen hat, ne? Oder jedem Raum ein Arzt zugewiesen ist. Sehe ich da aber nicht. Protokoll, Statistik. Achso, ich habe die Ärztin. Genau, da Arztpraxis, die kann ich auch nicht umbenennen. Da Arzt Dr. Raquel Fatsch. Aber wenn ich das jetzt ändern wollen würde, wie würde ich das denn machen? Bearbeiten? Da kann ich jetzt nur den, ne, die Objekte und den Grundriss ändern, aber nicht. Ja. Aber nicht, welcher Arzt da arbeitet. Ne? Ach, komisch. Okay, es zeigt auch nur an, wenn ein Arzt da drinnen ist, wenn der jetzt Pause macht, steht da zum Beispiel Arzt benötigt. Na gut, okay. Also beim letzten Mal haben wir ja die Ausbildung gestartet, der Krankenpfleger, die jetzt offenbar schon beendet ist. Und wir haben jetzt lauter Krankenpfleger, die schon diagnostizieren können. Ne? Ja, leider nicht behandeln, da müssen wir jetzt nachrüsten. Ich überlege aber noch, soll ich vorher einen Psychiater... Ja, schaut... aus, als würde der Psychiater dringend benötigt werden. Warte, ich muss mal kurz auf Pause. Die warten jetzt alle auf die Psychiatrie, ne? Genau. Vier Leute, die einen Termin in der Psychiatrie haben. Was heißt die Dauer, wie lange sie noch warten oder wie lange sie schon warten? Weil die Ausbildung zum Psychiater wird ungefähr einen Monat dauern, hm? Schauen wir mal nach. Wir brauchen... Es gibt keine Psychiaterausbildung derzeit. Warum denn nicht? Ja, das ist dann blöd, ne? Dann haben wir eben keinen Psychiater. Wir können auch noch keinen einstellen, nehme ich an, ne? Nein. Oder haben die nur einen... Die haben nur einen Ausbildungsplatz. Mist. Das habe ich... Ja, das war das Problem. Das war das mit den Sternen. Jetzt weiß ich, was mir mein Bruder gesagt hat, ne? Pro Stern bekommt man, glaube ich, einen Ausbildungsplatz, oder? Keine Ahnung. Jedenfalls haben die jetzt alle nur einen Ausbildungsplatz gehabt. Und ich habe jetzt schön jeden Arzt diesen Ausbildungsplatz mit der Arztpraxis hier zugewiesen. Dementsprechend habe ich jetzt keinen freien Arzt mehr, der auszubilden ist. Oder kein Arzt hat meinen freien Platz. Das heißt, ich muss jetzt einen Arzt einstellen. Ich hoffe, das wird mit dem Geld nicht zu knapp. Und den gleich da reinstecken, weil den kann ich jetzt natürlich die Psychiatrie ausbilden lassen. Natürlich, das war das Problem. Na gut. Achso, was war die Dauer? Sehen wir da, glaube ich, eh noch. Maintenance announcement. Plants need water. Ist blöd. 10.000 haben wir noch. Ich glaube, das wird erstmal möglich, erforderlich sein oder notwendig sein, dass wir da einen Kredit aufnehmen müssen. Könnte hinkommen. So, was haben wir da? Die Temperatur. Das haben wir schon mal vorgelesen. Es wird in diesem Krankenhaus die Temperatur simuliert. Haben wir schon mitbekommen. Und Rachel Fatsch ist Medizinstudentin, kann jetzt zur Assistenzärztin befördert werden. Tja, jetzt haben wir eben... Ich hätte mir das vorher anschauen sollen, ne? Das hat mir auch mein Bruder gesagt, ne, weil er sich das Let's Play angeschaut hat, dass ich mehr auf diese E-Mails da achten soll. Hätte ich das jetzt gemacht, dann hätte ich gewusst, okay, wir bekommen für die Rachel einen Ausbildungsplatz und hätten die für die Psychiaterin ausbilden können. Er hat mir auch gesagt, dass ich hier mit dem Gehalt runtergehen kann, solange bis der Smiley da irgendwann mal, genau, orange wird. Da spare ich mal ein bisschen Geld. So. Ja, egal. Sollen wir die auch noch ausbilden lassen? Warte mal, kann man das noch abbrechen oder irgendwie sagen, dass die dazukommt? Nein, ich kann das nur abbrechen, ne? Okay, egal. Wie lange dauert das jetzt noch? Sieht man das? Schaut nicht so aus. Aber der Ausbilder ist nicht mal da noch, ne? Dann können wir das abbrechen. Hat mich aber jetzt Geld gekostet, ne? Scheiße. Okay, egal. Machen wir das nochmal. Psychiatrie kann man jetzt, ist aber nur ein, die Fatsch. Jetzt ist der andere nicht mehr zur Ausbildung bereit.
Gut, das ist jetzt blöd. Jetzt habe ich nämlich kein Geld mehr. Oh, jetzt sind es zwei Teilnehmer. Ja, warum können die beide nicht Psychiatrie? Hä? Jetzt ist Psychiatrie weg. Ja, habe ich einen Blödsinn gemacht anscheinend. Ich habe die eine Ausbildung abgebrochen, die eine Weiterbildung. Das hat mich natürlich vorher Geld gekostet und jetzt kostet es mich noch mehr Geld und jetzt habe ich kein Geld mehr. Gut, dann muss ich einen Kredit aufnehmen. Wie war denn das? Da war es nicht. Da, bei Finanzen, Übersicht, Preise, Kredite. Was kostet mich denn das? Mal schauen. Die Two Point Bank gewährt einen Kredit zu 50.000 zu 5% per anno. Das bedeutet 2.194 monatlich für 2 Jahre. Das hört sich jetzt nicht so dramatisch an, ne? Weil das geht hier meistens in Tausende, 30.000er Schritten so mein Konto. Entweder weg oder dazu. Ich glaube, das nehmen wir jetzt mal. Da bekommen wir 50.000. Ne? Das werden wir wahrscheinlich noch verschmerzen. So, drück mal auf Play. Und ja, machen wir das nochmal mit der Psychiatrie. Ein Ausbilder und ein Teilnehmer. Die Rachel Fudge. So. Der wird jetzt mal ausgebildet. Und ...60.000, ne? Damit könnten wir... Warum ist der Spender da rot? Ich bin ja gar nicht im Baumodus. Ich glaube, das irgendwie... Das ist komisch, normalerweise dürfte das gar nicht sein. Da würde man... Würde mir das automatisch verkauft werden. Egal. So, dann werden wir mit dem Geld, was wir bekommen haben, hier dieses Grundstück kaufen. Das kostet eh alles gleich viel, ne? Das kostet dann mehr. Klar, ne? Dann nehmen wir das. Und da kommt jetzt eine Station hin. 30.000. Station kostet 7.500. Wir wollen eine bisschen größere Station. Nicht zu groß, aber doch ein bisschen was. Da kommt die Station. Zack. Ja, nicht mal eine Stationsschwester, ne? Da wird die Qualität derweil einmal ziemlich gering sein. So, 4 Betten müssen reichen. Kann man da noch was Wichtiges bauen? Spind. Spinde sollte man pro Bett eigentlich eines hin platzieren, ne? Naja, Prestige 3 wird einmal reichen. Mülleimer und vergesst das immer, dass wir ja auch noch den Heizkörper brauchen. Da brauchen wir schon einen, mindestens einen großen. Wahrscheinlich sogar 2. Ja, so. Dass man sich das immer anschauen muss, dass das auch ein... Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt ist, dass mein Baumodus die Temperatur nicht ordentlich sieht. Erst wenn man dann das abgeschlossen hat. Betten sind auf jeden Fall alle warm, das ist gut. Ah, jetzt haben wir wieder 5.000 bekommen. Das heißt, wir bekommen eher ein bisschen was zurück durch die Ausbildung. Das ist eh gut. Das heißt, dann werden wir gleich weiter ausbilden. Es müsste sich vom Geld her ausgehen. Ich brauche eine Stationsschwester. Ne? Habe ich aber nicht. Für Kurse. Für die Schwestern. Ich kann auch nur die Ärzte da ausbilden. Ne? Doktor... Was ist der? Das war, na, das ist kein Doktor, das ist kein Arzt, oder? Assistent. Ja, Assistenten muss ich jetzt nicht ausbilden, oder? Die habe ich, ich glaube, das wird egal sein. Und schaut's noch aus in der Aufnahme. Ja, der ist gerade auf Pause. Das heißt, wir brauchen einen zweiten Assistenten. Die sind eh schon ausgebildet, ne? Die brauchen wir, glaube ich, nicht ausbilden. Die müssen nur da sein. Das wäre nicht schlecht, wenn die an ihrem Platz wären. Dann geht's da auch weiter. Der schaut schon irgendwie unlebendig aus. Ein bisschen farblos, ne? Randy Flan braucht eine Diagnose. Hm, das scheint eine neue, noch unentdeckte Krankheit zu sein. Sagt mir jedenfalls nichts. Schwarz-Weiß-Krankheit. Bin gespannt, wie das heißt. Ups. Hm. Tja, Hausmeisterin braucht man dabei auch nur eine, glaube ich, das wird reichen. Eine Stationsschwester oder ein Pfleger hat sich da schon her... Ja, herplatziert quasi oder hat sich da schon angemeldet für die Station. Ich müsste den eigentlich schon ausbilden zur Station, Stationsfähigkeit, aber kann ich nicht, ne? Gibt's, glaube ich, gar nicht als Kurs.
Motivation. Das sind nur so Zusatzperks, ne? Tempo und Effizienz, ja. Aber Stationsbetreuung war auch was Eigenes. Ja gut, dann nehmen wir halt Behandlung, weil da brauchen wir auch was. Zumindest das eine. Das ist ein Arzt, aber es gibt auch Pfleger, die, naja, die haben jetzt keine Punkte mehr. Aber der hat jetzt den Punkt, weil er, glaube ich, noch gar nichts hat, genau. Dann machen wir mal das. Dann haben wir zumindest einen Arzt, der Behandlungsfähigkeit hat. Warte mal. Ja klar, das mit der Krankenpflege ist natürlich dasselbe wie vorher gewesen. Das heißt, ich muss wieder einen einstellen, damit ich ihn ausbilden kann. Jetzt kann ich den aber nicht mehr dazugeben, ne? Ja, ich lasse das jetzt mal so. Weil das wäre, glaube ich, schon gegangen, dass ich Krankenpfleger und Ärzte gleichzeitig für die Behandlung ausbilde. Schade. Das habe ich jetzt auch wieder verabsäumt. So, die Mails. Neue Krankheit. Müde Knochen. Moment, haben wir das nicht vorher schon in Tumble entdeckt? Das war Ermüdung des Skeletts aufgrund von Kalziumunterversorgung. Nach der Diagnose werden die Patienten umgehend auf eine Station verlegt, wo sie mehrere Tage verbringen müssen. Ist das aber nicht die Frakturstation, oder? Nein. Während des Aufenthalts werden sie dann von einem Krankenpfleger mit Milch und Keksen gefüttert. Sehr schön. Wir werden den Patienten sofort auf die Station schicken. Das ist gut. Wieder jemand, der befördert wird. Diesmal ist es der Pflegeschüler. Der gibt sich da mit dem aktuellen Gehalt sogar zufrieden. Ja, schlechtes Bauchgefühl, das haben wir aber schon mal gehabt. Und auch da, der will schon ein bisschen mehr haben. Das ist auch der Medizinstudent. Da. Und das Zirkusproblem ist schon wieder da, nämlich eine Gruppe Clowns. Ja, das heißt, wie konnte diese Krankheit diagnostiziert werden ohne einen Psychiater? Wir haben schon einen Psychiater jetzt, ne? Oh, meine Kerze ist gerade ausgegangen. Ich habe da so ein Teelicht stehen gehabt mit Duftöl. Jetzt habe ich gedacht, das brennt, aber ist das nur die ausgehende Kerze. Zum Glück. Okay, dann Narzissmus ist wieder da. Und auch der Felix Scream, der Pflegeschüler, begnügt sich mit dem aktuellen Gehalt, obwohl er befördert worden ist. Das ist schön. So. Wir fackeln nicht ab und schön langsam geht es ein bisschen weiter da, ne? Mit unserem Krankenhaus in der Mitten University. Wir brauchen ein paar Bänke. Kann ich jetzt einfach sagen, ich möchte so eine Bank nochmal kaufen? Nein. Muss ich da umständlich ins Menü und mir eine Bank raussuchen. Weil nämlich bei die Sims gibt es eine Pipette. Da kann ich im Baumodus einfach auf E drücken. Das seht ihr übrigens in den Nebenfolgen von Sims 4. Die 90er WG Nebenfolgen. Folge 7 bis, keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin, 12, 11, da bauen wir gerade ein Haus für unseren 90er Wohnwagenpark. Und da kommen schon wieder die Nachrichten rein. Die Zirkustherapie benötigt haben wir ja schon, ja, ich kann mir das derzeit nicht leisten. Auf Wiedersehen. Was? Ja, ich weiß, dass das teuer ist. Ja, aber 20.000, jetzt habe ich den schon nach Hause geschickt. Und wie viel habe ich denn? Habe ich so viele? Hätte ich vorher schauen sollen, ne? Warte mal, Pause. Ich gehe da jetzt strategisch vor. Ich habe einen noch. Der kann... Na, warte mal, das ist die Krankheit. Ich will die Patientenliste. Da. Timmy Puma. Der ist noch zur Diagnose. Schlechtes Bauchgefühl. Wir haben keinen sonst. Dann habe ich ihn ja schon nach Hause geschickt, oder? Psychotherapie, tschüss. Beförderung, befördern, Gehalt. Ja, so. Ja, wissen wir. Ist das immer dasselbe, oder wie? Oder waren das jetzt... Ich habe nur einen gesehen vorher, oder keinen in der Liste, also. Ich muss noch ein bisschen warten. Wir müssen noch andere... Okay, es waren doch so viele. Da hätte sich die Behandlung doch ausgezahlt, ne? Das ist wieder ein neuer, ne? Wir haben jetzt 35.000. Jedes Monat war das zum Zurück... Nein, zwei... Oh ja, jedes Monat waren 2.000 zurückzuzahlen. Da kommen lauter Zirkuspatienten. Gut, dann müssen wir eine bauen. Dann ist der Schwerpunkt anscheinend bei dem Level. Können die wieder zurückkommen? Egal. Wir bauen jetzt eine Zirkustherapie. Da stirbt einer. Was hat denn der gehabt? Müde Knochen. Ja, Erfolgschance war aber 79%, ne?
Oh, jetzt haben wir wieder 47.000. Da schon wieder die Nachrichten. Ja, der wartet, haben wir schon gesagt. Und befördern. So. Dann bauen wir eine Zirkustherapie. Aber wer behandelt die? Wenn das ein Pfleger macht, ist das schlecht, weil ich habe noch keinen Pfleger, der Behandlung hat. Aber ich könnte natürlich zwei oder drei einstellen noch. Und alle drei gleich auf Behandlung ausbilden. Aber ich brauche auch einen mit Stationsfähigkeit. Ich glaube, im Deprimator reicht eine, die ein Heizkörper, ne? Das wird hoffentlich nicht so lange dauern, die Behandlung. Sehen wir das da? Genau, Krankenpfleger benötigt. Warteschlange 2. Der Geist, ne, von dem Toten. Die hat keine Geister. Warum haben wir einen Notfall? Habe ich da irgendwas versäumt? Normalerweise muss ich solche Notfälle annehmen, ne? Warte mal, Pause. Ja, dem ist kalt, ich habe noch keine Heizung gebaut. Ein VIP mit Notfallsymbol? Warum? Warum weiß ich davon nichts, dass es sowas gibt? Sollte mir das sowas nicht gesagt werden? Und warum ein VIP als Patient? Ja, es ist ihm jedenfalls kalt und er wartet auf einen, ja, Pfleger, der noch nicht ausgebildet ist. Und hinsetzen kann er sich auch nicht. Warum gibt es VIP-Patienten, die einfach so reinkommen? Interessant. Beide sind VIPs, ja? Danny Turmfalk. Waren die anderen dann auch VIPs? Habe ich das überlesen? Oder wird das einem gar nicht gesagt? Sollte mir doch schon gesagt werden, hm? Ich brauche auf jeden Fall einen Krankenpfleger noch. Ui. Da ist die Kardiologie schon kaputt. Das schaut nicht gut aus. Naja, dann stellen wir noch einen Hausmeister ein. Kann man die, haben wir das letztens schon gesagt, dass wir die gewichten können? Das war mit diesem Jobs zuteilen, ne? Dass wir dem jetzt sagen, wer war denn das jetzt? Da. Oder ihr, coole, nein, sie ist ja die Chef. Genau, sie ist die Chefhausmeisterin. Und den haben wir jetzt gerade eingestellt. Oder war das auch eine Frau? Ich weiß es nicht. Lösche Feuer natürlich, das wird jeder können. Abfall, dann sollte er keinen Abfall machen, keinen Müll. Und auch die Automaten. Der soll die Toiletten nicht reinigen. Alles andere soll der machen und vor allem die Maschinen reparieren. Okay. Dafür ist der jetzt zuständig. Hm. Die Ausbildung, die ist gleich fertig. Dann warten wir, bis die fertig ist. Geht sich das vielleicht noch aus, dass wir einen Krankenpfleger auf Behandlung spezialisieren, hm? Behandlung. Da können 5 teilnehmen. 2 Pfleger und ein Arzt. Ein Arzt. Achso, das könnten ja. Aber einer reicht mir. Haben wir jetzt überhaupt? Ja. Diagnose. Das wäre gut, wenn die beiden, die schon Diagnose haben, auch Behandlung haben. Der Allgemeinarzt, ne? Ja, sonst haben wir eh nur den Psychiater. Einen vierten Arzt haben wir jetzt auch angestellt. Egal. Das ist der dritte und der vierte ist der Psychiater, ne? Das kostet sowieso schon zu viel, ne? Ausbilder. Könnte der sogar machen, der Medizinstudent. Da würde man sich ein bisschen Geld sparen. Aber ich sehe jetzt nicht, was das kostet. Gut und nicht. Sind eh noch nicht so viele Patienten da, aber es wird zu Wartezeiten kommen, befürchte ich. Fähigkeiten haben die ja immer noch nicht, ne? Wenn ich die einstelle. Nein.
Wie lang ist die Schlange hier? 3. Die ist zwar schon ziemlich ausgebrannt, aber ich habe sonst keinen Pfleger. Die drehen da schon durch vor der, von dem Deprimator. Die anderen werden ausgebildet, ne? Und der eine ist natürlich auf der Station, das soll da auch bleiben. Not, ist jetzt eh nicht mehr drin. Uiuiui. Na gut. Ich würde sagen, das werden wir jetzt auch in der nächsten Folge machen, weil wir eh schon Überlänge haben. Ja, dann beende ich das mal. Ich drehe mal auf Pause. Und dann werde ich entscheiden, was ich mit den Krankenpflegern mache. Beziehungsweise, ja, die Leute müssen einfach warten. So schaut es nämlich aus. Ich habe gesagt, wir lassen uns nicht mehr stressen. Der Ruf ist eh noch in der Mitte, das werden wir überleben. Bis zum nächsten Mal. Tja, also das Geld ist etwas knapp geworden, aber wir können anscheinend den Kredit zurückzahlen. Muss schauen, wie lange wir den jetzt noch haben, wie lange die Laufzeit noch ist. Aber ja, es ist doch ein bisschen stressig geworden, weil es ist halt das Problem mit den Ausbildungen. Die laufen zwar, aber dann müssen halt die Leute warten. Und ganz ehrlich, dann müssen sie halt warten, dann ist das eben so, ne? Wie würdet ihr denn dieses Krankenhaus managen? Würdet ihr auch so vorgehen oder sollte ich doch ein bisschen mehr Kredit aufnehmen und mehr Weiterbildungsräume bauen? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.